Jo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Trek Online, Klingonen-Kampagne. Ja, zweiter Versuch, ich bin gerade vom Server gekickt worden, mal schauen, ob das wieder passiert. Bis jetzt funktioniert's. Wir machen weiter mit der Gespenster-Storyline, die ja auch die Föderation hat, und schauen, ob es Unterschiede gibt zwischen Föderation und Klingonen. Bis jetzt habe ich nur geringfügige Unterschiede in den Dialogtexten festgestellt, ansonsten nichts. Also die sind soweit wohl fast identisch, bis auf eben die Texte. Also was im Verborgenen liegt. Es ist klar, dass die Devidianer ein größeres Problem darstellen, als wir anfangs dachten. Wir wissen, dass sie in der neutralen Zone sind. Jetzt wissen wir, dass sie sich auch auf der Drosana-Station sind. Und gemäß Semara hat es dort bereits Tote gegeben. Weiterhin gab sie an, dass die tieferen Ebenen der Station ein Brennpunkt für Probleme seien. Diese Ebenen werden nicht als Teil des Clubs dort genutzt und sie wird seit Jahren nicht mehr instand gehalten. Und die Ferengi sind natürlich ziemlich zugeknüpft, wenn es darum geht, Aufwand in eine Instandhaltung zu stecken, die nicht unbedingt erforderlich ist. Das heißt, dass wir nicht genau wissen, was dort unten ist. Ich möchte, dass Sie einen Lift nach unten nehmen und der Sache auf den Grund gehen. Ich habe Zugang zu Aufzeichnungen der Sternflotte über Zusammentreffen mit Devidianern, die zeigen, dass sie Nester rund um die temporalen Portale bauen, die sie verwenden, so dass sie ein Auge auf Anomalien haben können. Wenn wir das Portal liefern, das ist verdächtig, der bleibt stehen, fliege ich schon wieder vom Server. Der läuft nicht weiter, das will mir gar nicht gefallen. Naja, mal schauen, vielleicht haben wir Glück. Ich habe Zugang zur Aufzeichnung der Sternflotte über Zusammentreffen mit Devidianern, die zeigen, dass sie Nester rund um die temporalen Portale bauen, die sie verwenden, sodass sie ein Auge auf Anomalien haben können. Wenn wir das Portal finden, wissen wir, wo und wann die Devidianer sich nähern. Begeben Sie sich zur Drosana-Station im Beta-Quadranten und suchen Sie die Wartungsebenen unter der Promenade der Hauptstation. So, das gibt's als Belohnung und einen triolischen Musterverstärker. Und ich kann nichts akzeptieren. Ja, Server not responding, da oben steht's ja ganz toll. Ja, heute ist Serverwartung in zweieinviertel Stunden. Wie man sieht, wird's auch höchste Zeit. Ja, jetzt warte ich mal mit der Pause-Taste ab, ob sich das Problem widerlegt. Bis gleich. Jo, ich wurde vom Server getrennt. Ihr habt ja gesehen im Hintergrund, da war alles Stillstand. Ich habe aber auch keinen Bock, das jetzt nochmal vorzulesen, ein drittes Mal. Das wird jetzt einfach drangehängt und angenommen und gut ist. Was ist denn jetzt? Kommt er jetzt oder nicht in Arbeit? Episoden, Gespenster, rufen, akzeptieren. Ich habe es vorhin schon vorgelesen und gut ist. Sonst komme ich hier nie weiter. Ich hoffe, dass das bloß hier die Stadt hier betrifft, dass es anderswo nicht so zugeht, also mit den Lecks. Ansonsten breche ich die Aufnahme ab und setze sie später fort. Ja. Es zeigt nur einmal mehr, dass die Wartung heute bitter nötig ist. So. Hoch und komm. Ja, erstmal nichts wie weg von hier. Falls irgendwie der Server, auf dem das hier läuft, gerade spinnt, mal in Deckung gehen und hoffen, dass es anderswo besser ist. So, ich habe mein Raumschiff inzwischen auf MK8 aufgerüstet. Ich habe ja jetzt in der letzten Folge dieses neue Raumschiff da bekommen und jetzt habe ich auf MK8 aufgerüstet und ja, kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Schaut dann so aus, die IKS Arensa. Dann vorne habe ich zwei Hark-Peng-Torpedowerfer drin und schwere Disruptorkanonen. Hinten habe ich Disruptor-Geschütztürme mit 360 Grad und ansonsten alles vom Feinsten, was gerade vom Feinsten geht halt, also auf Lila und MK8. War nicht billig, da habe ich einiges an Credits zusammenfarmen müssen, dass Amakuni die Rohstoffe kaufen kann. Hat nämlich viele Rohstoffe erfordert, aber das macht nichts. Ja, und während ich jetzt also dahin fliege, Bodenausrüstung habe ich auch auf MK8 abgedatet, alles MK8, auch bei meinen Brückenoffizieren. Das ist die Belohnung von der letzten Folge, die werden wir in dieser Folge brauchen. Das ist die Waffe gegen die Devidianer. Ja, und bei meinen anderen schaut es im Grunde genauso aus.
wieder, wie ich es gerne mache, unterschiedliche Schadensarten, unterschiedliche Waffentypen, damit im Falle ich auf eine Spezies oder auf einen Gegner kommt, der gegen einen Schadenstyp resistent ist, dass dann wenigstens die anderen vier im Team Schaden machen. Jo, gut. Dann habe ich heute mit Dilithium eine Menge Dienstoffiziere angeworben. Und zwar, das sind die neuen Rekruten. Ihr seht also eine ganze Menge. Da hat einer 850 Dilithium gekostet. Das war es mir jetzt mal wert. Weil Credits sind Mangelware, dann kaufe ich es halt erstmal. Ich brauche ja erstmal einen Grundstock und danach wird's ja immer einfacher. Ne? Das habe ich jetzt. Das sind also alles neue. Und ich habe jetzt 89 von 100. Ich kann also noch 11 anwerben, dann wird's knapp, dann muss ich irgendwie Weiße austauschen oder so. Und jo. Was gibt's noch Neues? Fähigkeiten habe ich ein bisschen aufgestockt. Hier in Schiffstarnung habe ich 3 Punkte investiert, aber ich glaube, das reicht mir. Ich muss das nicht übertreiben. Weil so oft ist mir die Schiffstarnung auch wieder nicht von Nutzen. Das muss ich mir mal überlegen. Ansonsten habe ich hier in Captain nur etwas in Hüllenpanzerung gesteckt. Das mache ich auch auf 3. Ich glaube, ja, ich muss halt dann schauen, wie viele Punkte mir zum Schluss übrig bleiben. Und Träger als Dämpfer muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Das muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt haben. Leider sind sehr begrenzt die Punkte, deswegen muss man eine Auswahl treffen. Das habe ich bei Amakuni irgendwie versäumt. Habe versucht, überall wenigstens 3 Punkte zu machen. Das war ein Fehler, das muss ich mal reskillen. Und bei ihr werde ich den Fehler nicht machen. So. Hier kann ich noch nichts machen. Ruf, das ist noch, ja, völlig, ja. Moment, eigentlich müsste ich jetzt schon. Genau. Inzwischen sind wir da. Habe ich halt mal die. Geben sich zum Drosana-System. Ups. Ich hoffe, dass sie nicht wieder vom Server fliegen, weil so lustig ist das auch wieder nicht. Und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, was Serana für ein MK6-Schiff bekommt, wenn sie Admiral ist. Und zwar wird es wohl darauf hinauslaufen. MK6-Piloten. Wo ist es denn? Piloten. Nee, das nicht. Das auch nicht. Das, also Führungsdings. Es wird aber genau auf den hier wird es hinauslaufen. Auf die Korta-Klasse 3010. Und ja, das ist, glaube ich, entspricht am ehesten meiner Spielweise. Ich werde jetzt Serana nicht auch noch auf Spionage trimmen. Das hat schon Amakuni. Ich möchte mal die Piloten-Spezialisierung testen und da gibt mir Serana eigentlich die Gelegenheit dazu. Das ist ganz gut so. Und ja, dieses Schiff wäre das geeignetste für den Zweck. Jetzt warte ich nur noch auf ein Wochenende mit Rabattaktion, entweder billiger Zen oder die Raumschiffe ermäßigt und dann schlage ich zu. Willkommen auf Drosana, Klablub, andocken. Wahrscheinlich muss ich wieder diesen Ferengi-Barkeeper da anreden. So, das Gewehr, was Serana da hat, das finde ich ja irgendwie schick, also das ist eine Tetrion-Kanone. Tetrion-Scharfschützengewehr, das macht irgendwie macht das was her. Das schaut so richtig. Oh, weiß auch nicht. Überirdisch aus. Richtig schön glänzend poliert, wie sich's gehört. Moment, da ist ein Kringel. Warum ist da ein Kringel? Ah ja, Konsole, ich erinnere mich genau. Steigen Sie in den Wartungsdings hinab. Wir nehmen das Standard-Team, das ist ausgewogen, das habe ich ja schon klar definiert. Und dann schauen wir mal. Bin auf meine neuen Waffen gespannt und überhaupt und sowieso.
was im Verborgenen liegt. Wobei, ja, Sir, ich erkenne temporale Schwankungen und triolische Energie in diesen Ebenen der Station. Ein zu langer Aufenthalt hier könnte gefährlich sein. Die Störung könnte es auch schwierig gestalten, das Schiff zu kontaktieren oder die Transporter zu verwenden, wenn wir zusätzliche Krieger anfordern müssen. Jo, ist recht. Dann, diese Ebene enthält in erster Linie Energieverbindungen und EPS-Leitungen für die Räume über uns. Wir müssen den Wartungslift erreichen und diesen runter zum Computerkern nehmen. Ach übrigens, mein Bildschirmformat hat sich ein klein wenig verändert. Es ist jetzt ein bisschen höher und ein bisschen weniger breit. Aus dem einfachen Grund, mein anderer Bildschirm, der macht Probleme. Ab und zu schaltet der total auf schwarz, dann hat er wieder Darstellungsfehler und jetzt hat es mir gereicht. Jetzt habe ich den alten Monitor wieder hin. Und ja. Nehmen Sie die Notfalllampe. Das heißt aber auch, ich brauche irgendwie bei Gelegenheit noch ein neues Titelbild, damit das wieder bildschirmfüllend ist. Diese Box mit der Notfallausrüstung liegt hier nicht einfach so herum. Belan hat sie vermutlich mit einem nausikanischen Piraten getauscht. Ich erkenne diese Lampendrohnen, handfreies Schwebesystem und so programmiert, dass sie auf die eigene Bewegung hin und hin umschwenken. Trotzdem nicht das zuverlässigste Design. Taschenlampe ist ein Gerät. Stecken Sie sie in den Slot für Geräte Ihres Charakters und Sie können sie durch Ihre Fertigkeitsablage ein- und ausschalten. Jo, machen wir doch. Und Taschenlampe. So. Das Hund ist dann... Der Hund da ist dann auch ein Gerät. Interessant. ja. Na? Ach, nerv. Das ist... Was ist denn jetzt mit dem Hund? Warum ist denn der jetzt nicht drin? So. Hallo. Kann ich etwa nur entweder den Hund oder... Ja. Nee, geht beides. Das wäre ja auch noch schöner, meine Güte. So, dann... Machen wir mal Licht. Gut. Ansonsten täte es auch einen Tolianer-Raumanzug. Den hat aber Serana noch nicht. Den muss er sich erst verdienen. Triolische Wellenessen müssen Devidiana in der Nähe sein. Ich erwarte, dass wir mehr sehen, wenn wir uns den Bereich mit der größten Konzentration von triolischer Energie nähern. Sir, ich erfasse auch einige unbestimmte Messungen hinter der Tür zu unserer Linken. Allerdings machen es die Interferenzen der triolischen Wellen schwierig, akkurate Scans auf die Entfernung zu erhalten. Gut. Ja. Waffenwechsel funktioniert hier anders als in Elder Scrolls Online. So, das ist die triolische Kanone. Es läuft wohl darauf aus, dass ich die benutze. Na? Wird irgendwie nicht richtig angezeigt. Wir sind bereit. Gut. Karte. Chalarianische Hakenspinne. Wir haben es hier also auch mit normalen Gegnern zu tun. Die behacke ich mit meiner Tachyon-Kanone. So. Dadurch. Es sieht so aus, als ob die Tür klemmt, Sir. Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Einer der Wartungszugänge sollte einen alternativen Weg bieten. Ja, wer hätte das gedacht? Das wäre auch sonst so einfach. Hallo? Puh. Ich bin überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwas zu machen. Meine Leute sind effizient. Das kann man nicht anders sagen. Ja, dann wird es wohl darum gehen, irgendwie, oder? Genau. Da ist was zu mitnehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob hier gleich die Devidiana kommt. Genau. Das war Instinkt. Hallo, was machst du? Du sollst hier keine Kniebeugen machen. Das nehmen wir mit, egal was das ist. Ja, ich hätte gern ein paar Z-Partikel und... Ja, blaue Sachen halt. Die haben Amakuni in der letzten Zeit viele Millionen Credits gekostet, die ich...
natürlich auch erst erspielen musste. Für Serranas Ausrichtung wäre es ein Zero. Achso, klar, passt schon. Und warum kommst du nicht? Komm hierher. Karte. Nach Norden. Waffe wechseln. Adieu. So. Und aus, ja, dahinter waren doch die wieder so Spinnen, ne? Dann wieder Tetrion-Kanone und. Jo, One-Shot, One-Hit und so. Ah. Hallo, du darfst. Ja, cool, sieht so aus, als hätte ich was verpasst. Jetzt werde ich gleich die Spezialkanone brauchen, die Devidianak-Wumme. Karte. Na? Wer hätte das gedacht? Enemy targets on center. Flanking damage detected. Warum ich die immer noch nicht auf Automatik schalten kann, möchte ich echt mal wissen. Oh oh. Nicht gut, gar nicht gut. Naja. Ich probier mal die Tetrion-Kanone. Alles gut bei euch? Oh. Vielleicht ist sie sogar besser als diese Spezialwumme im Tachionen oder so, kann ich mir vorstellen, dass sie die auch nicht mögen. Die Devidianer werden definitiv aggressiver. Sie könnten definitiv ein Lager in den unteren Ebenen haben. Wenn das der Fall ist, werden sie gewalttätiger werden. Wenn wir näher kommen, wir müssen auf einen Kampf vorbereitet sein. Sind wir. Das synchronische Protonengewehr sollte eine deutliche Wirkung auf die Devidianer haben. Der Protonenstrahlmodus wird insbesondere wirksam sein, während die Devidianer Phasen verschoben sind. Okay. Gut. Dann nehmen wir halt doch dieses Gewehr. So, wieder gewechselt. Wo bin ich denn jetzt? Irgendwie Lampe. Genau. Ja, ich erinnere mich. Die Lampe muss man immer wieder aufrufen. Das ist ein bisschen lästig. Bin ich hier richtig? Nein, hier wollte ich nicht hin. Aber das Gedöns nehme ich mit da. Was war es denn? Eine kleine Energiezelle. Naja, warum nicht? Gut, dann wisst ihr irgendwo. Jo, passt. Wunderbar. Richtig unheimlich. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt da wirklich drin wäre. Ich weiß nicht, ob ich so mutig da durchlaufen würde. Irgendjemand hat den Lift auf Nonstop geschaltet. Wir müssen den Sperrcode überbrücken, um ihn zu benutzen. Weiter. Ja, wenn ich ein Sperrcode wäre. Aha, da. Auf Gedöns zugreifen. Damit sollte es gehen, aber ich frage mich, warum jemand den Lift sperren würde. Sir, wir müssen wachsam sein. Hier könnte ein Saboteur im Werk sein. Jo. Schon recht. Also da lang. Jetzt das Ding da öffnen. Das ist nicht die Computerkernebene. Sir, es scheint so, als ob der Lift hängt. Wir sind irgendwo in einer Wartungsebene für die Umweltsteuerung, für die Abfallzubereitung. Zubereitung, ja, klar. Abfallaufbereitung. Wir müssen die beschädigten Leitungen auf dieser Ebene nachverfolgen und reparieren oder überbrücken, bevor wir den Lift zur Computerkernebene nehmen. Was haben wir hier? Wieder so Spinnen. Gut. Die mache ich dann wieder mit meiner Tetrionenkanone. Und? Jo, one hot. One hit. Die hält ein bisschen mehr aus. Gut, eins.
Ja, wieder die Dings, die Debidianerwumme. Captain, die Tür, wir sind eingesperrt. Ja, ja, ist schon recht. Wir können uns herausbeamen in Notfall. Mal alles halb so wild. Keine Angst, ich bin ja bei euch. Was haben wir denn hier? Lesen Sie den Wartungsprotokolleintrag. Ja, Logbucheintrag, Ergänzung. Die seltsamen Energieschwankungen sind nicht auf Probleme in der Energiesubsystem. In den Energiesubsystemen der oberen Decks zurückzuführen. Deshalb überprüfe ich eine mögliche Resonanzbeschädigung oder Systemspitzen in der Umgebungssystemen. Es könnte eine Weile dauern, bis das Problem gefunden und die Reparaturen durchgeführt wurden. Insbesondere, wenn ich die Replikatoren verwenden muss, um Ersatzzellkomponenten zu bauen. Belan hasst es, um die Replikatoren für etwas anderes als Blutwein und grammelianische Sanderbsen verwenden zu lassen. Das ist eine schmutzige, unbequeme und durch unangenehme Arbeit. Natürlich, sobald es darum geht, in recycelter Atmosphäre und bei der Abfallbearbeitung zu werken, sehe ich stets das große Los. So, der große Unbekannte. Ich erinnere mich noch, aber ich werde nicht spoilern, weil einige von euch haben vielleicht meine alte Folge vom mit Amakuni überhaupt nicht gesehen. Und darum werde ich jetzt hier mal dazu schweigen. Okay, das geht von hier aus nicht. Hallo, das ist gerade ein bisschen komische Kameraführung. Geht's hier jetzt lang oder nicht? Dahin. Ah. Ich glaube, ich nehme erstmal das Ding im Süden. Da muss ich nämlich sonst nicht mehr hin. So, was haben wir denn hier? Ach, das habe ich schon gelesen, oder? Ja, habe ich schon gelesen. So, hier werden wir doch bestimmt gleich angegriffen. Würde mich wundern, wenn nicht. Mädels? Auf Hauptachtstellung. Reparieren Sie das Relais. Ja, was Serana alles kann. Ich staune und Feuer. Als hätte ich's geahnt, hä? Und tschüss. So, wir haben aber auf jeden Fall eine Waffe, die wirksam ist. Allerdings relativ schwach. Nur ich glaube nicht, dass wir die aufwerten können. Die hat keine MK-Bezeichnung. Im Vergleich zu meinem anderen Tetron-Gewehr ist er eigentlich schwächer vom Schaden pro Sekunde. Aber sie ist wohl speziell für die Resistenzen der Devidianer. Ach so, ich brauche wieder Licht. Da lang, gut. Erstmal, geht das? Kann ich da durch? Nein. Dann nehmen wir erstmal das da oben. Da blinkt uns schon was entgegen. Mädels, bereitet euch. Hallo, ist da jemand? Bitte helfen Sie mir fortsetzen. Die Stimme kommt aus der Kommunikationskonsole an der Wand, Captain. Ja, ich erinnere mich, ich sag aber nichts. Benutzen Sie die Kommunikationskonsole. Hallo, ist da jemand? Wer ist da? Bitte, Sie müssen mir helfen. Ich kam hier runter, um nach einem der Atmosphärenregler zu sehen. Und jemand hat auf mich geschossen. Wer hat auf Sie geschossen? Ich bin nicht sicher. Ich konnte nicht viel sehen. Er war so schnell. Bitte, Sie müssen einen Weg finden, um diese Tür zu öffnen und mich hier herauszuholen. Ich aktiviere die manuelle Überbrückung. Versuchen Sie, den Auslöser zu erreichen. Oh, Propheten, nein. Es ist zurück. Nein.
Ja. Stille. Da kommen wir zu spät. War bei meinen Amagonis das gleiche. Ich hätte mich jetzt hier gefreut, wenn es in der Klingonenkampagne möglich gewesen wäre, die zu retten. Das wäre mal ein netter Unterschied gewesen. So. Was ist das? Lesen Sie die Wartungs-Logbucheintrag. Ergänzung. Ich habe einige Komponenten auf dieser Ebene aktualisiert, einschließlich der fernbedienten Überbrückung für die Entlüftungsventile auf den Umweltsteuerung der Holo-Emitter zur Beschleunigung weiterer Reparaturen unter Sicherheitsüberbrückungen für den Notfall. Ich habe das jetzt echt fehlerfrei vorgelesen. Respekt. Ich vermute jetzt fast, dass die schwache Strahlung, die ich auf der... die ich auf diesen Decks entdeckt habe, die Bewohner der Station beeinträchtigt hat, in der Weise, dass einige Anzeichen einer flüchtigen, akuten Schizophrenen und Paranoia zeigen. Im Moment muss ich die Kontaktsperre halten, damit sie mich nicht stören, während ich versuche, ihre Systeme zu reparieren. Sobald ich die Probleme behoben habe, welche zu den Strahlungslecks führen, können wir uns um die Symptome kümmern. Oh mein Gott. Logbucheintrag-Ergänzung. Meine Arbeit wird wesentlich länger dauern, als ich eingeplant hatte. Glücklicherweise habe ich eine Sicherheitsverriegelung im Wartungslift aktiviert, so dass niemand herunterkommen kann, ohne dass ich es mitbekomme. Wieder ein fehlerfreier Absatz. Ich bin begeistert. Ich habe einige Programmierfehler gefunden und die betroffenen Subroutinen gereinigt. Die Arbeit ist jetzt erheblich leichter. Bald wird es wieder alles unter Kontrolle sein. Ja. Bald wird wieder alles unter Kontrolle sein. Fast fehlerfrei. Wenn ich nicht ein S eingebaut hätte. Kauf eine S. Was ist denn hier los? Achso, du Totik, oder? Du nach Sternenflotte ausschaust. Multiple Phasen, Phaserverbrennungen und Quetschungen, Sir. Diese Frau wurde ermordet. Die Wunden sind noch warm. Sie wurde erst vor einigen Sekunden getötet. Ja, wir haben ja gerade noch mit ihr gequatscht. Ja, eigentlich, wenn die Wunden noch warm sind, müsste man sich doch retten können, hochbeamen und was weiß ich, Wiederbelebung, ne? Dieser Raum hat keinen anderen Ein- oder Ausgänge und die Transporterunterbrechung macht es unmöglich, dass jemand rein- oder rausbeamt. Wer immer das getan hat, konnte irgendwie hier hereinschleichen und diese Frau töten, ohne dass wir etwas Verdächtiges gesehen haben. Jo, ihr habt es gehört. Warte mal. Ja, eindeutig eine Sternenflottenuniform. Gut, ihr habt es gehört, mein Wecker sagt, die Folge ist voll und das dauert ja bestimmt noch eine Folge lang. Vielen Dank fürs Zuschauen, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge.